Ach du Heilige, oh nein. Oh Gott, ja, hat wahrscheinlich super geklappt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu der 20. Folge Hogwarts Legacy. In der letzten Folge haben wir den Besenflug erlernt und oh mein Gott, ich bin danach einfach 3 Stunden einfach durch Hogwarts geflogen. Bin durch Hogsmeade geflogen, soweit wie es mir möglich war, weil es da eine Grenze gibt. Oh Gott, was ist denn jetzt mit meinem Gesicht hier los? Und habe einfach doch ein bisschen die Welt angeguckt, weil der Besen, der eröffnet so viele neue Möglichkeiten. Es ist unfassbar geil. Doch, ja, ich möchte halt irgendwie auch die Hauptquest weitermachen, vor allem, weil jetzt hier halt auch die Hauptquest heißt, der Raum der Wünsche, oder? Ja, genau. So heißt nämlich jetzt die Raumquest, die Quest. Und für alle Harry Potter-Kenner, also wirklich, die halt ein bisschen sogar auch nur die Filme geschaut haben, wissen halt, was der Raum der Wünsche ist. Ich habe den schon ein bisschen gesehen, natürlich, im Gameplay-Showcase, weil ich mich gespoilert habe. Und ich bin einfach drauf gespannt und deswegen machen wir jetzt hier auch weiter. Wahrscheinlich ist er hinter dieser Wand. Das Komische ist auch, der ist unfassbar weit oben. Also ich bin hier dem Astronomieturm hochgelaufen und noch höher. Also es ist halt richtig, richtig weit oben. Mal gucken, ob ich hier gerade ein Bild habe, dass ihr so in etwa seht, wo ich... Okay, ich bin hier oben. Weiß nicht, ob ich da irgendwie noch ein bisschen mehr ranzoomen kann. Also ich bin wirklich da oben. Also das ist richtig, richtig weit oben. Da bin ich definitiv froh, dass ich da eine Flo-Flamme hin habe. Er hat einen kleinen Zungenbrecher. Und genau hier ist noch eine Seite. Die habe ich aber schon eingesammelt. Also, dann rein hier. Da schaue ich jetzt wahrscheinlich, wo Professor Weasley ist. Und er geht wahrscheinlich die Tür auf. Irgendwo, wo wir unter 4 Augen sprechen können. Ja, hier ist doch eigentlich ein perfekter Ort. Setzen wir uns da auf die Bank und dann ist doch super. Und jetzt öffnet sich, ja. Geil. Auch die Animation ist einfach, oh mein Gott. Ist das cool gemacht, ey. Mega. Und da hinten einfach die Trolle. Der Schulleiter hielt mich an und hallo. Ja, ich habe den Raum schon geöffnet. Was steht denn? Sie haben keine Zeit vergeudet. Ah, nee. Gemacht. Danke. Wollen wir? Ja, klar. Nach Ihnen, Professor. Also, falls ihr nicht wisst, wie der Raum funktioniert, also falls ihr wirklich keine Ahnung habt, dann kann ich es ganz kurz erklären. Weil der passt sich nämlich immer den Wünschen des jeweils Suchenden an. Also zum Beispiel, den Vorschlag hat auch Ron Weasley gemacht, wenn du ganz dringend eine Toilette brauchst, wird halt der Raum der Wünsche eine Toilette. Jetzt hat mein Charakter einen Raum gesucht, wo wir zu viert unter 4 Augen sprechen. Also sind wir jetzt in der Lagerkammer, wo wir halt zu viert reden können. Ach ja, stimmt das auch, genau. Wenn du ihn einfach nur suchst, weil du Bock drauf hast, dann nicht. Aber wenn du ihn wirklich, wirklich brauchst, wie halt eine Toilette, dann ja. Okay. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Oh ja. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Ja, kann ich hier rumfliegen? Schade. Also weil Harry konnte das machen. Aber hier kann ich wahrscheinlich auch richtig viele Seiten sammeln, oder? Muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Warte mal kurz, Revelio machen. Habe ich schon irgendwas übersehen? Da sind noch Kisten, okay. Okay, aber hier. Kann ich es kaputt machen? Soll ich es kaputt machen? Ich weiß gar nicht. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Wieso? Du bist doch jung. Du kannst doch hier einfach über... Damit oder auch nicht, okay. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, sie Ivanescu zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanescu kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Okay. Danach können sie sich die Stühle vornehmen. Ich sollte üben, meinen Zauberstab verschwinden zu lassen? Wahrscheinlich nicht, aber ich mach's einfach ins Lächerliche. Ivanescu. Wow. Nee. Ich glaube, ich habe gelernt. Und warum ist das? Ist das ein Stein? Naja, zumindest muss ich ihn erstmal hier ausrüsten. Und zwar, da ist er. Hier. Tada. Lässt Gegenstände verschwinden, dann bringt Mondschein zurück. Ah, alles klar. Ich sollte vielleicht das hier komplett Ivanescu machen sollen. Dass ich wirklich einen Splot nur für den Raum der Wünsche habe. Also. Auf diese Stühle. Okay, Ivanescu. Kann ich das? Jetzt. Ivanescu. Ausgezeichnet. Geil. Und ich habe Mondschande bekommen. Oh, super. Geht es bei dir auch? Ivanescu. Nee, du bleibst leider da. Auch Manu. Okay. Oh, immer weiter. Wenn du nicht mich wegdrückst, dann folge ich dir auch unauffällig. Oder wo ihnen? Sie? Weiß auch nicht. Namen steckt dieser Elf. Er sieht aber cool aus mit den ganzen roten Lampen. Mega. Kann ich hier noch irgendwas machen? Da. Ich weiß ja nicht, was es ist, aber da ist irgendwas. Gott, Junge, lauf schneller, bitte. Danke.
Ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hast. Zeig mir Bescheid, wenn du dich hier wieder mit mir treffen möchtest. Ergebenst T. Also keine Ahnung, wer A, keine Ahnung, wer T ist. Ah, jetzt kann ich hier rumlaufen. Geilo. Ich renn einfach weg. Oh. Gott, hast du mich erschrocken, Alter. Also ein bisschen. Die sind natürlich kein Angsthase. Evanesco. Oder wie heißt's? Keine Ahnung, hab vergessen. Okay, dann kann ich hier weiterlaufen und die alle angucken. Ah ja, genau, das kann ich mit Akio zu mir herziehen. Oh ja, bin ich schlau. Ich hätte mir fast ins Gesicht gezogen. Das, genau, da erschrickt sich mein Charakter immer. Lustig. Ja. Kann ich da jetzt durchkrabbeln? Nö, ich kann absolut nichts damit machen. Ich könnte... Ah, warte mal. Kann ich das da rüberschießen? Ah, okay. Und dann kann ich da hoch. Und dann der Sprung darüber. Oh mein Gott, der war richtig gut. Und jetzt bitte nichts zum Anziehen. Ah, doch, okay. Aber zumindest kann ich es mitnehmen. Das hat mir auch schon gereicht. Oh mein Gott. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Bislang noch nicht. Alles klar, okay, cool. Da kann ich noch ein bisschen was trinken. Stelle ich irgendwie. Also es liegt da wahrscheinlich das ganze Getränk auch schon seit mehreren Jahren. Aber es juckt halt meinen Typen einfach nicht. So, weg mit dir. Dann kann ich hier drunter gehen. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Das hoffe ich auch, weil sonst bin ich Matsch. Aber hat super geklappt. Hallo. Wo, Eindringling? Wo, ich sehe ihn gerade nicht. Oh, du hast da noch mehr verloren. Ich glaube, du bist... Okay, kann ich Reparo machen? Reparo. Nö, schade. Okay, ja gut, kann nichts dafür. Hab nie, keine Ahnung. Das kann ich noch kaputt machen. Hier nochmal Detta machen, genau. Das sammle ich richtig viele gute Mondsteine. Wahrscheinlich für alle Leute. Ja, vorhin noch eine Toilette angesprochen, jetzt ist ja eine, finde ich super. Die kannst sogar spülen, ey krass. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, wahrscheinlich für alle Leute, die zuvor keine Mondsteine gesammelt haben, aber ich habe schon, glaube ich, mindestens 50 oder so. Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Vor allem dann so eine richtig leckere, absolut null verrostete Badewanne. Das ist, ja gut. Oh mein Gott, sieht das hier cool aus. Alter. Richtig, richtig schön rot. Kann ich irgendwas einsammeln? Nö. Es hat einfach so eine geile Atmosphäre gerade. Es ist Wahnsinn. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Na, duck dich doch einfach. Und zurechtfinden, naja, wenn ich meinen Bogen benutzen dürfte, dann würde es wahrscheinlich auch easy gehen. Mein Bogen, sage ich schon, mein Besen, meine ich. Soll ich damit irgendwas machen? Oha, Gott. Lol, kann ich die Stühle umschießen? Ne, die wackeln einfach nur. Okay. Der ist hier wieder weg mit dir. Und, warte, ich kann mal ganz kurz gucken, wie viele Mondscheine ich habe. Ich habe 200 Stück. Ja, okay, cool. Ich glaube, man kann maximal 999 bekommen. Von daher habe ich schon mal ein bisschen gut gesammelt. Was war das? Was war was? Hat sich gerade irgendwie ein bisschen die Farbe geändert? Was? Ein goldener Schnatz? Wo denn? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Hast du gerade mit mir geredet? Wenn nicht, mache ich mir Angst. Mache ich mir Angst? Da habe ich Angst. Gott, ich kann gar nichts mehr sorgen. So, soll ich da durch? Ja, einen kleinen Geheimgang. Oh, ein Quaffel. Ach, cool. Und ein Champions League Pokal. Ach so, nee, ist der Hauspokal. Ach so, ups. Ist hier eine Seite? Nö, wieso bin ich denn hier hin, wenn es hier absolut nichts gibt? Da ist noch was, aber da komme ich nicht durch. Soll ich das zu mir rüberziehen? Wenn ja, oder ich mach's damit kaputt, nehme ich es da durch. Oh, ups. Nehme ich es da durchziehen. Aber scheint nicht so zu sein, nee. Kann ich es wegmachen lassen? Nee. Soll ich denn da drüber kommen? Kann ich es anzünden? Ist die Physik so geil? Nö. Ich kann absolut nichts damit anstellen. Soll ich das zurückziehen? Kann ich das überhaupt hier reinziehen? Ja. Aha. Kann ich jetzt da drüber klettern? Nö. Ja, dann verstehe ich gerade dieses Quiz hier nicht. Ich kann nicht drüber klettern. Ich kann nichts zu mir rüberziehen. Ich kann mich da auch nicht durchquetschen. Ich könnte aber das Ding hier nehmen und dann hier drüber klettern. Oder? Ich kann das zu mir hinziehen. So. Dann kann ich jetzt irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was. Dann komm du mal mit. Ich glaube auch, dass ich diesen Raum, also jetzt hier diese Lagerkammer, nie wieder sehen werde. Deswegen mache ich das jetzt kurz in der Folge. Hallo, ich würde gerne das da hier anschießen, dass es darüber geht. Ah, jetzt hat. Deswegen mache ich das jetzt halt ganz kurz, sonst würde ich es natürlich nicht in der Folge machen. Hier komme ich auch nicht rüber. Okay, ich kann zumindest die Kiste irgendwann öffnen.
Aha, ich weiß zwar nicht, ob das so gewollt ist, aber es hat geklappt. Also das ist schon mega weird, aber es hat natürlich funktioniert, so können wir es natürlich machen, ne? Oh, hallo, ich gehe einfach mal weiter, ne? Dieser Hauself kann uns hier finden. Das hoffe ich auch. Okay, komisches Licht. Ich habe einfach Professor Weasley komplett alleine gelassen, aber ist mir egal. Die wird wahrscheinlich so alt und weise sein, die weiß schon, wo es hingeht. Hallo, die, glaube ich, war der Name, ne? Glaube schon. Hallo. Ich bin Domi der Coolste. Lange nicht mal gesagt, dass ich so heiße. Kannst du bitte aufhören, mich zu beschmeißen? Ich habe gar nichts gemacht. Oh, da sind sie ja. Hallo. Warten Sie dort. Die kommt okay. Zu Ihnen. Oh, da ist sie ja. Wieso hat sie so lange gebraucht? Warum ist sie nicht einmal mitgelaufen? Hey, meine Tasche. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ja, und was ist hinzugekommen? Ist das die Person? Anscheinend nichts. Ja, allerdings. Ja, echt? Wo ist sie? Es ist eine Ehre für Deke. Hallo. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Hey, ich kenne sie schon. Haben den Raum ach nee, ach, ich glaube, sie meinte den Kobold. Nicht den Kobold Elf, heißt er auch. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Wie hat der Raum Ihnen geholfen? Sehr gern, Professor Weasley. Oh nein. Jetzt puttet er uns alle weg. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden. Also die Augen sind einfach die Augen von Dobby, ne? Die sind genauso groß, genauso süß und wäre genauso traurig, wenn der Junge sich für uns opfert. Wie Schüler, die ein Fläschchen für so stelle ich mir zum Beispiel Creature vor, als er dann im Buch gut wird, weil das, glaube ich, wissen viele eigentlich gar nicht, dass bei Creature ist ja der Hauself von den Blacks, also von Sirius Black und so, ne? Und der ist ja immer ekelhaft zu allen. Immer. Außer zu der Mutter von Sirius Black, die im Gemälde hängt, aber das ist eine andere Sache. Zumindest ist Creature nach einer Zeit ultra nett zu Harry, als Harry ihn nett behandelt hat. Weil Harry hat ihn immer genauso behandelt, wie Sirius ihn behandelt hat. Halt wie einen ekelhaften Elfensohn, ne? Aber wie gesagt, als Harry ihn halt nett behandelt hat, war Creature auch nett. Ist krass eigentlich, ne? Okay. Der Raum erledigt den Rest. Es, ja, ich wünsche mir einen coolen Raum. Einen Raum, wo ich leben kann und trainieren kann. Warum ist das Seite? Ach nee, ist ein Buch, schade. Ich kann den Raum in dem Raum ändern. Ach du heilige, oh nein. Oh Gott, ja, hat wahrscheinlich super geklappt. Ach du heilige. Professor Weasley, soll das so sein? Ihr macht, glaube ich, gerade alle kaputt. Oh nein. Hat sich der Raum gerade verkleinert? Da sind Wände dazugekommen. Oh mein Gott, ich hätte gerade Gänsehaut, weil ich Angst hatte, dass mich irgendwas trifft. Sie hat sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ja. Was ist eigentlich... Ach, da mein Gesicht ist ja richtig weird komisch gerade gewesen. Was ist eigentlich, wenn zwei Leute sich zwei verschiedene Sachen wünschen? Wahrscheinlich gehen sie dann beide durch die Tür, bekommen aber andere Räume, ne? Oh mein Gott, das kenne ich vom Gameplay-Trailer. Wahrscheinlich kann ich hier einfach rausgehen, oder? Ich möchte es testen. Wahrscheinlich wird es mir jetzt eh nicht angezeigt, ja. Oh gut. Du hast den Schreibtisch der Beschreibungen freigeschaltet. Nutzt ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Davon habe ich eins schon. Das kann ich theoretisch gleich mal nachgucken. Hallo, ich komme. Nutze den Schreibtisch der Beschreibungen. Okay. Muss gedrückt halten. Okay. Ein gestreifter Schal in Hausfarben. Okay, ja gut. Was ist denn da gerade passiert? Ein Hogwarts. Sie werden Buch. Viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Woher der willst Tisch du das wissen? Sein. Okay, wenn du das sagst. Kann ich mir hier jetzt schon alles angucken? Wahrscheinlich nicht, oder? Hallo. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, mega. Ja. Ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Darf hoffe ich auch. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Okay, der Raum ich darf wahrscheinlich alles machen, oder? Nicht alles, was Sie brauchen. Oh, Manu. Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich ah, noch ein Zauberspruch. Ja, war ja klar. Der Beschwörungszauber. Heißt der auch Beschwörungszauber? Naja. Beschwörungszauber. 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 Oh Gott, fast die falsche Taste gedrückt. Aber ich lerne den Beschwörungszauber. Ja, ist cool. Jetzt kann ich Sachen beschwören. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Hab ich nicht. Zauberanweisungen führen. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich habe halt antike Magie. Also geht die auch? Zur Beschwörung eines Gegenstands auf.
Okay. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Ja, nee, aber komm, ich sammle gerne, ich erkunde gerne, von daher ist es wahrscheinlich günstiger, wenn ich es mir einfach selber erfarme, oder? Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Okay. Verstehe. Dieg macht da hinten einfach, sauber, ist cool. Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Kann ich was zurückbekommen, wenn ich dir das verschwinden lasse? Hä? Warum probieren Sie ich hab's nicht verstanden. Los, beschwören Sie die Tränkestation. Und den Pflanztisch. Okay, klar, mach ich. Oh ja. Ich dachte, ich weiß auch nicht, aber ich dachte gerade, sie sagt statt Studium einfach Stuhlgang. Ich weiß auch nicht, was in meinem Kopf da gerade los vorging. So, genau, jetzt kann ich nämlich hier das hier machen. Bra! Und dann kann ich so machen und dann kann ich beschwöre einen Pflanztisch. Der Pflanztisch, der kommt einfach mal hier in die Ecke. Warum nicht? Wahrscheinlich mache ich das dann auch, oh mein Gott, alles außerhalb der Folge, dass ihr dann in der nächsten Folge schon hier alles eingerichtet seht. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ihr das alles angucken möchtet. Kann ich angucken, wie sie ausschauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, doch. Objekt ist nicht im spielbaren Bereich. Okay. Da. So. Entweder so. Oder so. Oh, das sieht cool aus eigentlich. Oder so. Ja, das sieht ziemlich dreckig aus, aber sehr schön klassisch. Oh, das sieht... Oh mein Gott, sieht das cool aus. Ich kann sogar Objekt drehen, aber da ist wahrscheinlich nicht mehr drin. Ich stelle mich mal kurz in die Mitte. So, das ist ultra cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Seite ist. Oder das hier. Oder so. Wisst ihr, ich meine? Jetzt weiß ich das nicht. Oder ich mache es so rum. Oder ich nehme den hier. Ich kann so... Ich kann halt... Es ist so geil. Ich kann ja alles ändern. Es ist mega cool. So, da... Das hätte ich gern... Blau, weiß, rot, rot. Ah, eher so ein Blau. Ja, Blau sieht richtig schön, friedlich schön aus. Schwarz, ne? Ja, machen wir Blau. Blau ist richtig schön. Und dann, es läuft auch so flüssig, ne? Ich kann hier rumdrehen. Es springt halt einfach mit. Es ist, du kannst einfach damit richtig cool spielen. Und ich glaube, ich kann es sogar größer machen, oder? Irgendwie ging das. So, richtig schön in die Ecke. Bitteschön. So, eine Tränkestation brauche ich auch noch. Und zwar einmal das da. Oh mein Gott. Ja, da kann ich jetzt einfach mal eins anklicken, dann kann ich es da eh angucken, ne? Sieht sehr cool aus, das erste. Na, gefällt mir überhaupt gar nicht tatsächlich. Das auch nicht. Oh mein Gott, oh ja, oh, das ist richtig cool. Aber es ist halt böse. Deswegen nehme ich, glaube ich, erstmal das hier. Aber in einer anderen Farbe. Und zwar... Welche Farbe nehme ich da? Rot? Rot sieht cool aus eigentlich, ne? Ja, ich glaube, ich nehme Rot. Kann ich es größer machen? Nö, kann ich nicht. Ja, dann. Gute Arbeit. Danke. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder ja, okay. Tränke zu brauen. Ja, kann ich gleich mal machen. So, und zwar... Oh, ich habe davon nichts. Ja, hier, mach mal das da. Okay, cool. Dann brauche ich das jetzt nicht mehr die ganze Zeit im Tränke und... Oh mein, ich wollte was machen. Weigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Okay. Was soll ich nicht unterschätzen? Ach so, Dieg. Ach so. Gut, ja, vielleicht hätte ich hinhören sollen. Kann ich Verwandlungszauber überall anwenden? Das ist eine gute Frage. Ich merke schon, die Folge wird ein bisschen länger, weil sie schon 20 Minuten an Cut gehen. Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Verboten, okay. Ja, komm, an sich ist ja auch Zaubern im Schloss verboten. Von daher ist es mir wahrscheinlich pupsegal, oder? Und Anwendung umzukehren. Okay. Der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Ah, wie DFB-Pokal-Dings in Deutschland, oder? Vielen Dank, Professor. Ich wüsste gerne mehr über Dieg. Nee, Dieg ist mir scheißegal. Ich werde mich an Dieg wenden, sollte ich etwas benötigen. Ja. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber... Das ist mein Raum, hallo? Auftrag beschlossen, der Raum der Wünsche. Okay. Ja gut, also, wie gesagt, ich glaube, das würde ich jetzt die ganze Zeit noch machen. Aber das außerhalb der Folge. Also, wenn es dir gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Danke, dass ihr mal wieder hier reingeschaltet habt und bis zum Schluss geguckt habt. Mehr sage ich jetzt auch nicht. Mal gucken, wie dieser Raum dann am Schluss ausschauen wird. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann von mir ein Adios, Amigos. Tschüss, Dieg! Und tschüss, Leute. Und Dieg ist, glaube ich, jetzt einfach... Ach nein, da ist er noch. Okay, tschüsseli.